Niedrigzinsen nutzen ist das Motto unseres zweiten Donnerstagsgesprächs online. In der eigenen Immobilie zu wohnen ist für viele Menschen ein großes Ziel. Die Finanzierung der Immobilie gehört damit meistens zu den größten finanziellen Entscheidungen im Leben. Unsere Baufinanzierungsspezialistin Manuela Dickmann gibt Ihnen in diesem Video Informationen und Tipps, wie Sie die aktuellen Niedrigzinsen für Ihre Anschlussfinanzierung nutzen können. Baufinanzierung früher und heute. Ja, viele Jahre ist es her, dass wir die Baufinanzierung eingeführt haben. Inzwischen ist das Feld ganz anders aufgestellt. Ich habe das mal symbolisiert mit einem Telefon. Die Älteren unter uns kennen das Telefon inzwischen. Das hat noch eine Schnur, hat noch eine Wählscheibe, ist relativ statisch gewesen. So waren auch früher die Baufinanzierungen. Da gab es dann die erste und zweite Hypothek und gegebenenfalls noch einen Bausparvertrag. Das hat sich entsprechend geändert. Und auch dort sind wir flexibler geworden im Laufe der Jahre. Der Markt hat sich erweitert, die Möglichkeiten haben sich erweitert, es sind Förderkredite hinzugekommen, Zinsbindungen haben sich verändert. Ja, und heutzutage gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Wir können über Online-Chats arbeiten, wir können über Online-Plattformen arbeiten. Wir haben das persönliche Gespräch, das Videogespräch, das Telefonat, also sind da breit aufgestellt. Die Baufinanzierung hat sich da dem Trend angepasst. Was hat sich allgemein verändert? Dazu werde ich gleich entsprechend Stellung nehmen. Wie sieht der Markt heute aus? Auch dazu noch ein paar Informationen. Und welche Möglichkeiten hat man heutzutage im Rahmen seiner Baufinanzierung, insbesondere dann, wenn man spezielle Maßnahmen wie Anschlussfinanzierung oder Modernisierung am Objekt vorhat? Bei der Modernisierung des Objektes möchte ich insbesondere auf die Fördermöglichkeiten beim Umbau und Erweiterung eingehen. Dort gibt es inzwischen viele Varianten, die sicherlich für den einen oder anderen interessant sind. Um nochmal den Markt zu beobachten, habe ich mal zusammengestellt, was wir im Jahr 2000 an Verbundpartnern im Boot hatten, wenn wir Finanzierung gemacht haben. Das war zum Beispiel die Volksbank Schermbeck, die Münchner Hypothekenbank, eine klassische Immobilienfinanzierungsbank, die RMV-Versicherung hat sich mit eingebracht, die Bausparkasse Schwäbisch Hall, vielen sicherlich bekannt, und die Westfälische Landschaft, kurz WL-Bank genannt. Das war 2000. Und wenn man das Jahr 2020 geht, sieht man, dass wir hier sehr viel breiter aufgestellt sind. Die Münchner Hypothekenbank ist genauso im Boot wie die Volksbank Schermbeck, die R&V. Wir haben inzwischen die DZ Privatbank mit im Boot, die als Fremdwährungsdarlehensgeber mitmischt. Die DZ HYP ist mit am Boot, die ursprünglich von der WL-Bank herkommt, auch noch eine Hypothekenbank finanziert. Und die Bausparkasse Schwäbisch Hall, wie auch die Teambank, die private Finanzierung macht, die Baufi-Plattformen, Baufi Next, Genopace, wo wir als Bank mit vertreten sind, und für andere Finanzierungen die VR Smart Finanz. Also wie man sieht, auch dort ganz viele Möglichkeiten. Der Bauchladen, in dem wir uns entsprechend unterwegs bewegen, ist relativ breit aufgestellt. Ein paar Worte zu der Baugeldzinsenentwicklung der letzten Jahre. Ich habe da mal bei der Münchner Hypothekenbank nach einer Zinskurve oder auch ein Zinschart, wie man das heute nennt, entsprechend geschaut. Da kann man erkennen, dass sich die letzten Jahre die Zinsen sehr stark nach unten entwickelt haben. Wer in den 90er Jahren finanziert hat, der konnte sich noch mit Darlehenzinsen von 10% rumschlagen. Wer in den Jahren um die 2000 hatte, bewegte sich im Allgemeinen irgendwo bei 3,5 bis 4,5%. Und wenn wir mal auf das Jahr 2020 gucken, da ist zu erkennen, dass wir uns da zinstechnisch irgendwo so um die 1 bis 1,5% bewegen. Und klar zu erkennen ist auch, die Entwicklung zwischen den 15- und 15-jährigen Sollzinsbindungen ist sehr viel enger geworden. Das war früher sehr viel weiter auseinander. Auch dort sind die Abstände geringer geworden. Aber ganz klarer Trend, die Zinsen niedrig, auch nach wie vor, und derzeitig ist nicht zu erkennen, dass die Zinsen stark nach oben gehen. Wer also entsprechende Möglichkeiten nutzen möchte, sollte sich jetzt Gedanken machen. Ich habe dazu mal einen Vergleich angestellt. Eine bestehende Finanzierung genommen mit einem Zinssatz aus dem Bestand, zum Beispiel 5,5. Ich musste ja irgendwo eine Basis schaffen. Ein Darlehen mit einer Ursprungsrate von 100.000 und einer Rate von 550 Euro und das Ganze 10 Jahre festgelegt. Macht einen Tilgungsanteil von 1,1%. Haben wir technisch bedingt eine Laufzeit von knapp 33 Jahren und nach 10 Jahren müssten Sie sich Gedanken machen über eine Restsumme von etwas über 85.000 Euro. Wenn das ganze Darlehen zurückgeführt ist, haben wir Gesamtkosten von fast 216.000 Euro. Das mal als
entsprechende Kurve zu erkennen. Wenn man als Skifahrer unterwegs wäre, würde man sagen, das ist eine Piste, die wird dann schon interessant, weil sie irgendwo einen Buckel hat und am Schluss ziemlich steil wird. Ich glaube, das ist dann eine schwarze Piste, wenn ich da in dem Bereich recht informiert bin. Also am Anfang relativ wenig Tilgungsanteile und am Schluss relativ hohe Tilgungsanteile, sodass am Ende die Tilgungsanteile stark zu erkennen sind und dann die Kurve steil nach unten geht. Die Alternative dazu, wenn ich mal eine Zinsbetrachtung für heute mache, mit einer Finanzierung, gleiche Summe, gleiche Rate, auch wieder die 10 Jahre fest und im Zins aktuell so um die 1%. Selbstverständlich schwanken die Zinsen, ich habe mal als Basis einfach die 1% zur Vergleichbarkeit genommen. Da haben wir dann bei der gleichen Finanzierung einen Tilgungsanteil von 5,6%, die Laufzeit halbiert sich auf 16,5 Jahre und nach 10 Jahren, wenn wir uns da entsprechend über Summen unterhalten, werden wir uns nur noch über 41.000 Euro in der Anschlussfinanzierung austauschen müssen. Gesamtkosten halbieren sich ebenfalls, wir reden nicht mehr über 216.000, sondern nur noch über 108.000. Auch hierzu mal nochmal die Zinskurve im Vergleich, die ist sehr viel gleichmäßiger, weil die hohen Tilgungsanteile gleich zu Beginn dabei sind. Das heißt, die Piste, die kann man schon sehr viel ruhiger runterfahren als die andere. Das war doch einen ziemlichen Buckel versehen. Hier haben wir eine sehr viel konstantere Leistung und auch eine schnellere Beendigung der Kurve. Um das mal gegeneinander zu setzen, beide Zahlenwerte mal zusammengeführt, haben wir die Finanzierung mit den 5,5% und den 1% gegenübergestellt. Und da ist ganz eindeutig zu erkennen, wir haben eine Hälfte der Laufzeit, wenn wir die kleinere Zinsbindungsphase bzw. den kleineren Zinssatz nehmen und die Hälfte der Kosten. Das heißt, in dem Fall, Fazit, man sollte grundsätzlich vor Ablauf der Zinsbindung das Gespräch suchen, denn es gibt viele Möglichkeiten. Bei Zinsbindungen länger wie 10 Jahre gibt es zum Beispiel ein gesetzliches Kündigungsrecht. Wer also vor ganz vielen Jahren mal aus Sicherheitsaspekten eine Zinsbindung jenseits von 10 Jahren abgesprochen hat, der kann da aussteigen. Nämlich mit einem halben Jahr Kündigungsfrist, das heißt nach 10,5 Jahren nach Vollausstieg, gibt es die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten aus einer Finanzierung auszusteigen. Egal, was für ein Vertrag es ist, sei es ein Wohnriester-Vertrag, ein Bausparvertrag, eine Hypothekenfinanzierung, aus allen kann man aussteigen. Neue Vereinbarungen, über die man sich austauschen kann, sind schon relativ frühzeitig abzustimmen. Es gibt Bereiche und auch Hypothekenbanken, die bieten schon 5 Jahre im Voraus entsprechende Möglichkeiten an. Interessant wird es eigentlich so ab 36 Monate vor Ablauf der Zeit, dass man sich dazu austauscht. Ich habe das Ganze mal mit einem Beispiel untermalt. Die Ursprungsfinanzierung, die ich hier betrachte, beim Betrag von 100.000, den habe ich mal wieder übernommen und auch dort die Rate von 550 Euro angesetzt. Die damalige Zinsbindung war mit 3,75 angesetzt und auf 10 Jahre festgeschrieben. Das heißt, nach 10 Jahren müssen wir uns, wenn wir uns dann zum Gespräch finden, ungefähr über 65.500 Euro unterhalten. Wenn ich das Ganze jetzt rechtzeitig im Gespräch mit Ihnen austausche und wir uns zum Beispiel 12 Monate vorher getroffen haben und Sie sagen, ja, ich bin interessiert, wir diskutieren das durch, finden einen neuen Zinssatz und der ist in diesem Beispiel bei 1,25 mal angesiedelt, auch wieder die 10 Jahre fest, dann habe ich den entsprechenden Zinsersparungsanteil in der Rate drin. Das heißt, die ganze Sache wird laufzeitverkürzend. Ich habe damit von der Ursprungslaufzeit jenseits von 30 Jahren dann eine Gesamtlaufzeit von 22,5 Jahren ermittelt und Gesamtkosten von 137.600 Euro. Im Vergleich wartet man ein bisschen, der Markt geht gegebenenfalls wieder nach oben, kann passieren, der Markt ist ja nicht statisch. Und man trifft sich 3 Wochen vorher und sagt, wir möchten gerne verlängern und ich muss Ihnen dann leider einen Zinssatz von 2% anbieten. Ist im Vergleich zu den 3,75 immer noch kostengünstiger. Nichtsdestotrotz hätten wir dann bei einer vergleichbaren Finanzierung mit den ähnlichen Rahmenbedingungen eine Gesamtlaufzeit von 23 Jahren, 9 Monaten und entsprechenden Kosten, Gesamtkosten von fast 141.000 Euro. Das sind also 3.500 Euro mehr, die wir sicherlich auch ohne weiteres für einen schönen Urlaub nutzen könnten. Ein paar Worte mal zu den verschiedenen Finanzierungsvarianten. Wenn man nicht so im Tagesthema ist, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, was hört man denn da immer wieder? Es gibt zum einen das klassische Annuitätendarlehen. Das ist das, was die meisten in einem normalen Darlehensvertrag wiederfinden. Sprich, ich habe eine Rate, die sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammensetzt. Im Laufe der Zeit verändern sich diese Positionen, weil die Rate immer statisch bleibt. Jeden Monat die gleiche Rate, sei es diese 550 oder 500 Euro oder was Sie vereinbart haben. Lediglich die Zinsanteile sind am Anfang höher und die Tilgungsanteile sind dann erstmal kleiner. Und später wird das Ganze dann sich verändern, das heißt der Zinsanteil wird kleiner und der Tilgungsanteil wird größer werden.
Die Rate verändert sich nicht, nur auf dem Kontoauszug kann man erkennen, was sich entsprechend dort halt eben tut. Die andere Alternativen, die sogenannten Sollzinsen, Zinszahlungsdarlehen, Sie sehen, schwieriges Wort, früher nannte man das Tilgungsaussetzungsdarlehen, da werden nur die Zinsen gezahlt und auf der anderen Seite die Tilgung in einem separaten Sparvertrag angespart, sei es eine Rentenversicherung, Lebensversicherung, Bausparen. In der Vergangenheit wurde das sehr gerne gemacht, immer mal wieder gab es dazu Kritik, aber auch diese Modelle sind nicht von der Hand zu weisen und je nach Beispielmöglichkeiten auch unterschiedlich nutzbar und auch sinnvoll. Aber wie gesagt, das muss man im Gespräch ermitteln. Des Weiteren, wir sind ja breiter aufgestellt heutzutage, Fremdwährungsdarlehen gibt es inzwischen auch. Wer also möchte, kann seine Finanzierung gerne in japanischen Yen oder US-Dollar gestalten. Ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Wir wissen alle, es gibt Kursänderungen, auch bei Währungen, nicht nur in sonstigen Kursen, nicht nur bei den entsprechenden Spritpreisen, auch die Währungen verändern sich. Das muss man austarieren und dann entsprechend auch absichern. Wer es machen möchte, kann es gerne machen, kann sich melden. Alternativen gibt es immer noch, aber wie gesagt, Fremdwährungsdarlehen können auch wir inzwischen darstellen. Was die Zinsbindung angeht, bekannt ist das variable Darlehen, was wir haben. Da kann man das Darlehen jederzeit zurückführen, egal was da ist. Das kann man ohne weiteres sofort ablösen. Man kann Zinsbindungen auswählen. Wir sind breit aufgestellt. Zwischen 2 und 30 Jahren ist alles möglich. Früher war man so bei 10 bis 15 Jahren schon der König, wenn man da was gemacht hat. Das ist anders. Da haben wir inzwischen andere Möglichkeiten. Man kann sich dort also auch länger binden. Beliebt sind nach wie vor Sondertilgungen. Da sind im Allgemeinen Sondertilgungsoptionen zwischen 5% und 10% von der Ursprungssumme möglich, alles entsprechend Gesprächssache. Und der sogenannte Tilgungswechsel, heutzutage auch sehr beliebt. Das heißt, ich fange mit einer entsprechenden monatlichen Rate an und sage, ich habe eine andere Lebensphase, ich möchte das verändern können, sei es, dass ich etwas mehr verdiene oder sich in Familiensituationen mal was verändert, dann kann ich die Tilgung entsprechend anpassen, sodass es wieder für meine Rahmenbedingungen geeigneter ist, ohne den ganzen Vertrag sofort zu ändern. Wichtig ist halt eben, wenn die Verträge irgendwann mal in die Vertragsanpassung oder auch in die Vertragsverlängerung kommen, dass man prüft, wann sind diese Verträge fällig, damit man auch das Datum rechtzeitig zur Hand hat und sich damit beschäftigen kann. Sollte ein Vertrag dann mal frei sein, gibt es zu überlegen, gibt es noch Eigenkapital, was ich einbringen möchte, um die Raten bzw. um die Darlehenssumme zu reduzieren und dadurch natürlich auch eine Veränderung der Gesamtlaufzeit zu erreichen. Habe ich das Geld im Moment irgendwo liegen, keine Investitionen sind erforderlich, vielleicht möchte ich da entsprechend was einbringen. Oder die andere Alternative, stehen gegebenenfalls Maßnahmen an. Soll noch was verändert werden, sollen neue Sachen gekauft werden, soll ein Wintergarten angebaut werden, muss die Terrasse neu gemacht werden. Irgendwelche Maßnahmen, die ins Geld gehen, die man derzeitig aber dann nicht aus vorhandenem Eigenkapital finanzieren möchte oder kann, sodass man dann halt eben sagen kann, ich verbinde das miteinander und kombiniere dann halt eben die Anschlussfinanzierung mit einem Neubedarf. Habe ich verschiedene Verträge in der Vergangenheit gemacht, zum Beispiel, weil ich Fördermittel mit dabei hatte oder ich hatte unterschiedliche Zinsbindungen in der verschiedenen Laufzeit, kann ich die Verträge zusammenfassen, um dann mehr Ordnung in meine Geschichten zu bringen. Das ist auch möglich, auch selbst wenn da kleine Variationen von Zinsbindungen drin sind, da sind technische Möglichkeiten heute gegeben, muss man einfach drüber reden. Nächster Punkt ist, soll die nächste Generation mit eingebunden werden? Habe ich unter Umständen ein Objekt, wo man dann vielleicht nochmal drüber nachdenkt, dass Generationen da zukünftig mit eingebunden werden in Form von Einzug, Umbau, Anbau, sodass die irgendwann auch mal die Finanzierung unter Umständen mit übernehmen sollen? Dann sollte man die junge Generation auch mit einbinden, damit die wissen, was auf sie zukommt, insbesondere wenn man von den Zinsbindungen her längere Laufzeiten gewählt hat. Dann sollten die auch wissen, was sie irgendwann mal bezahlen. Habe ich vielleicht nochmal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie soll es eigentlich weitergehen? Wann will ich lastenfrei sein, unter Umständen, mit Renteneintritt oder vielleicht schon eher? Oder bin ich so der Typ, sagt, das ist mir egal, da sollen sich meine Erben irgendwann mal mit rumschlagen. Es gibt also viele Sachen, die man betrachten muss, wenn so ein Vertrag in die Verlängerung geht oder Vertragsanpassungen erfolgen sollen. Wichtigste Thema ist einfach, sprechen Sie uns an, setzen Sie sich mit uns an einen Tisch. Wir finden eine entsprechende Modellvariation, wir werden ein System finden, mit dem wir dann hinterher für Sie das Optimale zusammenstellen und dann wird sich dann langfristig auch eine Lösung hierfür ergeben.